einer Mannschaft wie den FC Bayern, dann ist das natürlich sehr arbeitsintensiv. Und man wird mit wahnsinnig vielen Dingen konfrontiert. Man muss sehr viele Gespräche führen und das habe ich auch schon intensiv gemacht. Und natürlich das Kerngeschäft, das heißt der Fußball auf dem Trainingsplatz, die ganzen Trainingseinheiten vorbereiten, abstimmen mit den Physios, mit den Fitnesstrainern. Ja, ich denke, das war eine sehr arbeitsreiche Woche. Aber, und es ist natürlich auch so, dass ich mich natürlich da wieder hineinfinden muss. Aber das ist etwas, was ich vorausgesetzt habe, weil alle Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter hier im Verein kennen mich, viele in der Umkleide, das heißt die Staff. Und muss sagen, dass ja alle übereinstimmen, 100 Euro. Mannschaftskasse. Ja, alle sagen übereinstimmend, dass eine sehr gute Atmosphäre herrscht, dass die Spieler wieder Spaß an der Arbeit haben. Und wir haben, und das kann ich sagen, wir haben in dieser Woche viele Trainingsreize gesetzt, weil man muss natürlich, und das ist mir auch bewusst, man muss viele Dinge ansprechen. Zum Beispiel werden wir heute noch mal so ein bisschen im taktischen Bereich arbeiten. Nicht lange, aber man muss die Dinge anreißen. Man muss den Spielern auch in der Praxis einen Plan offerieren, weil alles wunderschön, PowerPoint-Präsentation, aber die Dinge, die musst du auf dem Trainingsplatz erleben. Und da wir ja nicht immer alle zusammen hatten, und das ist auch, ja gut, das sind bei allen großen Mannschaften, sind die Nationalspieler unterwegs. Und das war das Problem auch in dieser Woche, dass immer stückweise die Spieler von ihren diversen Nationalmannschaften zurückgekommen sind. Und somit wir natürlich nicht im Verbund aller eben das trainieren, was auch notwendig ist. Das heißt, wie läufst du an, wie verhält sich die gesamte Mannschaft, wo ist die Pressingzone, wo ist die zweite Pressingzone und. Aber ich denke, dass die Mannschaft gut ausgebildet ist insgesamt. Und das habe ich ja auch in dieser Woche gemerkt, wenn wir Passspiel machen, wo ich oder wir, das Trainerteam, großen Wert drauf legen, auf Präzision, auf Timing, und viele, viele Kleinigkeiten oder Positionsspiel. Und ich finde, Positionsspiel haben sie sicher hier auch immer wieder trainiert. Und ich denke, das sind Automatismen, die auch wieder schnell hervorkommen. Aber ich merke selbst bei mir, dass es wieder Spaß macht, nochmal zurückzukommen zu Ihrer Frage, dass es mir auch Spaß macht, weil ich bin immer ein leidenschaftlicher Fußballer gewesen und leidenschaftlicher Trainer. Und es hat mir vor allen Dingen immer viel Freude bereitet, auch mit jungen Spielern zu arbeiten. Und na, hier ist ja, wir haben auch Ältere, was immer wieder diskutiert wird. Obwohl ich sagen muss, Juventus Turin in den letzten 2 Jahren sind zweimal ins Champions League Endspiel eingezogen. Wissen wir, was sie für einen Altersdurchschnitt haben? 30, glaube ich. Ja? Sie haben einen 38-jährigen Torwart. Ja? Und deswegen sage ich nochmal, das Alter, das ist nicht relevant. Sicher, irgendwann ist es soweit, dass man darüber nachdenken muss, dass man sich zur Ruhe setzt als Spieler oder beziehungsweise Karriere beendet. Aber für mich ist das immer eine Frage der Fitness, der Professionalität und der Motivation, weil Fußball wird mit den Beinen gespielt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist der Kopf vielleicht bei manchen noch viel, viel wichtiger. Und deswegen diesbezüglich mache ich mir keine Sorgen. Und wenn ich zum Beispiel Arjen Robben, ich habe ihn gesehen, Länderspiel,
so was Emotionales habe ich selten erlebt. Und auch, dass er gut gespielt hat, das zeigt mir auch, dass er nach wie vor brennt. Und das ist auch in Franck Ribéry, wenn er wieder gesund ist. Jetzt macht er schon im Kraftraum extra Schichten für den Oberkörper. Und soweit er das natürlich kann, man muss ja da auch vorsichtig sein mit der Verletzung. Ja, das so zu Ihrer Frage. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit den Fragen. Klaus Bergmann war, glaube ich, der Erste. Herr Heikes, auch wenn jetzt ja nur ein paar Tage Zeit sind und Sie selbst gesagt haben, auf Klopfdruck kann ich nicht alles ändern, was können Sie morgen konkret von der Mannschaft erwarten? Also welche Erwartungen haben Sie, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt? Nein, ich denke, eine gute Atmosphäre kreieren, sehr gut trainieren, sehr gut arbeiten, Gespräche führen, das ist das eine. Das andere ist natürlich der Erfolg, der parallel natürlich mitlaufen muss. Dessen sind wir uns alle bewusst. Und man darf nicht vergessen, die letzten zwei oder drei Spiele, da hat die Mannschaft, glaube ich, 7 Gegentreffer kassiert. Ich kann mich erinnern, das haben wir in der Trippelsaison, glaube ich, in einer Halbserie haben wir so viele Gegentore bekommen. Und für mich ist das A und O des ganz großen Fußballs, nicht, dass eine Mannschaft fantasievoll und kreativ nach vorne spielt, sondern dass man stabil in der Defensive ist. Dass die Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen stimmt und stimmig ist. Und das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, dass jeder zur Abwehr arbeiten muss, dass man das Spielfeld klein gestalten muss. Und es gibt so viele Details. Und ich denke, ich erwarte morgen, dass sie eine hochmotivierte Mannschaft oder wir alle erleben. Und dann muss man sehen. Und das ist Voraussetzung, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler wieder Mut geschafft haben und dass sie wirklich morgen mit Elan auf den Platz auflaufen. Hanna Reif, bitte. Man liest viel vom Heikes-Effekt. Sie werden ein bisschen als Heilsbringer dargestellt. Geht Ihnen das ein bisschen zu weit, dass diese öffentliche Darstellung, dass jetzt auf einmal wieder alles gut ist? Nein, ich habe ja auf der Präsentation habe ich ja auch gesagt, mit Hand auflegen ist es nicht getan. Es steht harte Arbeit uns bevor und es müssen wieder viele Dinge erarbeitet werden, so wie ich die Mannschaft jetzt zuletzt gesehen habe. Und vor allen Dingen denke ich, dass auch die Psyche eine ganz wesentliche Rolle spielt, dass man wieder selbstverständlich Fußball spielt, dass man selbstbewusst ist, dass man wieder Sicherheit hat. Und das ist etwas, wo man dran arbeiten muss. Und das genügt nicht, dass ich jetzt wieder da bin. Das ist ein Fakt. Aber das andere ist sehr viel Arbeit. Tom Hoffmann, bitte hinten. Herr Heinke, Sie haben jetzt taktische Dinge angesprochen und auch was die Stimmung innerhalb der Mannschaft angeht. Mit welchem Personal planen Sie denn? Sie haben die Nationalmannschaft angesprochen, Kramis ist sehr spät zurückgekommen, Arjen Robben hat die letzten 15 Minuten auch mehr oder minder auf der Rille gespielt. Also wer steht zur Verfügung oder auf wen müssen Sie verzichten? Arturo Vidal war angeschlagen. Ja, Arturo hat zum Beispiel heute hat er im Ausdauerbereich gearbeitet und das war eigentlich positiv. Aber ich bin ein Trainer, der kein Risiko eingeht. Dafür ist er ein zu wichtiger Spieler. Und zudem denke ich schon, dass bei Arturo das Spiel, der Frust, die Frustration, nicht bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, und dann auch die lange Reise, dass das dazu geführt hat, dass er auch die Muskeln, und dann hat er am Montag trainiert und wollte richtig gut mitmachen und war noch müde, das habe ich gesehen. Und das führt meistens dazu, zu Verletzungen. Aber das ist eine Muskelverhärtung, die daraus entsteht, was ich gerade gesagt habe. Das kenne ich. Und sonst, ich gehe mal davon aus, dass James wohlbehalten heute am Training teilnehmen kann, weil ich kenne ihn sehr gut von Real Madrid, wie er da
gespielt hat und weiß, dass er ein großartiger Fußballer ist, exzellenter Fußballer. Und nur man muss immer berücksichtigen, der deutsche Fußball ist ein anderer Fußball. Wir haben eine andere Mentalität, wir haben eine andere Kultur, andere Sprache. Das ist für solch einen Jungen ist das wahnsinnig schwierig, dann sofort von 0 auf 100 zu gehen. Und ich werde mich um ihn kümmern und wir können uns verständigen. Und ich denke, das wird ihm auch eine große Hilfe sein. Elisabeth Schlammerl. Sie haben ja quasi 2013 gegangen, eine sehr motivierte Mannschaft im letzten Jahr gehabt. Die Mannschaft hat dann weiter Titel geholt, jetzt nicht mehr die Champions League, aber Pokal, Meisterschaften. Dann hat man jetzt so dieses Anfang dieses Jahres gemeint, naja, vielleicht ist die Mannschaft dann doch jetzt einfach mal nicht mehr ganz so motiviert, logischerweise. Was haben Sie einen Unterschied festgestellt von den Spielern, die Sie von damals kannten, an der Motivation, oder sagen Sie, die sind unverändert gleich motiviert? Ja, man sagt ja, dass wenn man unheimlich viel Erfolg hat, dass irgendwo ein Sättigungsgrad eintritt. Nur den Eindruck habe ich nicht. Und ich denke, dass viele Dinge dazu geführt haben, dass die Mannschaft im Moment, oder Berlin war sicher die zweite Halbzeit, war dann offensichtlich, dass da irgendwas was nicht stimmte. Und aber das hat nicht an der Motivation gelegen. Das glaube ich nicht. Wenn ich sehe, wie wir diese Woche trainiert haben und wie die Spieler mitgemacht haben, das gefällt mir. Natürlich haben wir in der Triple-Saison haben wir damit viel, viel qualitativer, besser trainiert, aber das kommt. Weil in den letzten 4 Jahren hat der FC Bayern viel besseres Spieleraufgebot gehabt als im Triple-Jahr. Auch jetzt haben wir eine richtig gute Mannschaft. Natürlich ist das Handicap mit Manuel Neuer, dass er nicht dabei ist. Das ist der Welttorwart Nummer 1. Und Franck Ribéry, wenn der fit ist, bei mir funktioniert er. Ja, da bin ich felsenfest und überzeugt. Tobi Altscheffel, bitte, hier vorne. Sie haben bei der Pressekonferenz am Montag gesagt, wie wichtig eine Hierarchie in der Mannschaft ist, eine klare Hierarchie. Es war so, Manuel Neuer hat das in einem Interview auch mal gesagt, dass es keinen richtigen Mannschaftsrat gibt, beziehungsweise 11 Spieler in diesem Mannschaftsrat drin sind, ein sehr großer Mannschaftsrat. Werden Sie das ändern? Werden Sie eine noch klarere Struktur einführen, dass es wirklich einen Mannschaftsrat von 3-4 Spielern gibt und die Hierarchie dadurch noch klarer wird? Ja, es sind ja meistens so 5-6 Spieler. Nur eine Hierarchie muss sich bilden, einmal über das Intellekt des Spielers, aber was noch viel wichtiger ist, über die Leistung des Spielers auf dem Trainingsplatz, im Spiel und auch der Umgang mit den Kollegen, weil man auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und das ist auch etwas, was ich schon in den letzten Tagen mit einigen Spielern schon besprochen habe. Genau das, dass auch der ein oder andere Spieler einfach mehr Verantwortung übernehmen muss, dass er in der Hierarchie sich nach oben katapultieren muss. Aber in erster Linie über die Leistung und dann eben das Verhalten innerhalb der Mannschaft und dann Intellekt ist natürlich auch nicht, das wäre auch notwendig, aber weil zum Beispiel ein Philipp Lahm mit Bastian Schweinsteiger, ja, das hatte ich auch in der Präsentation gesagt, die haben im Vorfeld haben die schon vieles besprochen, wenn sich ein Spieler mal was weiß ich, wenn sie gehört haben, ja, der hat sich nicht so professionell verhalten, ja, dann haben sie mit dem Spieler schon vorab gesprochen, bevor es zu mir kam. Und das ist wichtig in einer Mannschaft. Ja, der bei Real Madrid Innenverteidiger, der haut eben. Ramos. Ramos, ja. Na, Sergio, na, den kenne ich schon, da spielt er noch bei Sevilla. Das ist so einer. Na? Na, der trommelt auch mal die Mitspieler zusammen. Und das muss sein und das müssen die Mitspieler dann auch abkönnen. Aber wenn ich Vorbildfunktion habe auf dem Fußballplatz, das heißt mit Leistung vorangehe, dann steigst du in der Hierarchie nach oben. Weil wir haben zum Beispiel die 2 Innenverteidiger, wenn die topfit sind, in Bestform sind, sind das Weltklasse-Spieler. Und das sind beide Weltmeister und das sind Weltklasse-Spieler. Nur, es ist wichtig, dass du kannst nicht immer Weltklasse spielen, aber es ist wichtig, dass du 80, 85%
deines Leistungsvermögens abrufst. Ne? Das, und dann kannst du auch mal was sagen. Ne? Bei uns früher, der Berti Fuchs, ja, Berti hat über die Leistung, war der auch ein ganz wichtiger Spieler bei uns, auch innerhalb der Mannschaft. Ne? Günter Netzer, selbstverständlich. Ne? Aber das war ein schlampiges Genie. Bitte? Mats Hummels ist zum Beispiel, sag ich dann später, der bringt alles mit. Alles. Jerome muss sich auch wieder zeigen. Das ist auch so ein kleiner Alaba, der muss ein Profil gewinnen, der muss wieder anknüpfen an seine großen Leistungen in den 2 Jahren, wo ich hier war. Hat jetzt Pech gehabt, immer wieder mal mit Verletzungen, aber das ist ein riesen Junge. Philipp Nagel, zweite Reihe. Herr Heikes, Sie haben gesagt, dass Spaß und Freude sich auch schon wieder eingestellt haben, da sind. Gab es schon in diesen paar Tagen einen ganz konkreten Moment, wo Sie gesagt haben, das habe ich sogar vermisst? Das ist wirklich etwas gewesen, was ich vermisst habe in der Zeit? Und geht es Ihnen so ein bisschen wie mir, dass Sie nicht das Gefühl haben, dass 4 Jahre ins Land gegangen sind? Ja, doch. Die Zeit, die ist sehr schnell vergangen. Und wenn ich jetzt wieder sage, ich vermisse meinen Kando, der hat 2 Tage nicht gefressen. Der. Oh Gott. Na, da sagen sie auch, ja, mit seinem. Nein, das ist, ich habe nichts vermisst, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich habe meinen. Dass es sich doch eingestellt hat, das mit Spielern zu reden, sowas vielleicht. Ich war sehr zufrieden mit meinem Privatleben und man hat dann auch einen Rhythmus und da war ich ja ähnlich aktiv wie jetzt im Moment, nur in einer anderen Hinsicht. Also ich bin immer ein aktiver Mensch und von morgens bis abends habe ich Aufgaben gehabt, auch als Privatmensch. Es ist nicht so, dass ich morgens wie manche vom Fernseher sitze. Ich habe, wenn ich Glück gehabt habe, habe ich abends die Tagesschau mitbekommen. Stefan Kuhnberger, links bitte. Herr Heinkes, morgen das Spiel. Erleben wir da die 11 besten Spieler der dieser Woche? Oder gönnen Sie sich noch ein Testspiel, eine Testphase, wo Sie Dinge ausprobieren? Nein, ich habe nicht die 11 besten Spieler. Ich habe, im Moment haben wir 17 mit Arturo Vidal, 18. Er ist ja, glaube ich, im nächsten Spiel wieder dabei, 18. Spieler zur Verfügung und die beste Mannschaft ist immer jeweilig die dann am Spieltag aufläuft. Nur es ist ja klar, ein Trainer muss auch viele Dinge berücksichtigen. Zum Beispiel im Mannschaftsgefüge, wie sie taktisch spielen, ne? und auch eine Balance zwischen Defensive, Offensive. Ne? Und da spielen auch die Spielertypen natürlich eine Rolle mit, wie ich die Mannschaft zusammenstelle. Das ist nicht so, dass ich einen Topf habe, wo die Namen drin sind und ich ziehe die raus, die 11 und die spiele. Nein, das ist schon ein ganz klares Konzept dahinter und Ideen. Und deswegen, nein, das sind jetzt die Spieler, die, wo ich meine, dass wir so anfangen müssen, weil, ich sage es nochmal, es muss zur Defensive, es muss eine Balance sein, zur Defensive wie zur Offensive. Und auch gerade die Defensive ist ganz wichtig, wenn man die letzten Spiele sieht. Ne? Dass man den Spielern das wieder ins Bewusstsein ruft, beziehungsweise da haben wir ja schon dran gearbeitet. Und wenn die Defensive funktioniert, dann nach vorne haben wir so viel Fantasie und so viel Klasse, dass da immer was geht. Marc Gabel, hinten, letzte Reihe. Danke, Sie haben eben das Fehlen von Manuel Neuer angesprochen, einen Aspekt, den man ja nicht unterschätzen darf. Jetzt war zu beobachten im Training, dass ich viel mit Sven Ulreich gesprochen habe, auch in Einzelgesprächen. Wie wichtig ist es, gerade solchen Spielern den Rücken zu stärken, beispielsweise auch Thomas Müller, damit die wieder ihre alte Rolle quasi einnehmen, damit die wieder so diese Pfeiler in der Mannschaft werden? Ja, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe mit beiden habe ich gesprochen, ist doch ganz klar. Ja, und auch Sven Ulreich ist ein Torwart, der zum Beispiel gegen Leverkusen auf Schalke sehr gut gehalten hat. Und dann hat er einen Fehler gemacht und plötzlich, nicht nur das, und da muss er mit leben, dass er kritisiert wird, das macht er auch. Ne? Aber er darf sich dadurch nicht verunsichern lassen. Ne? Das ist ein guter Torwart und wenn die Defensive besser steht, kompakter steht,
anders agiert, dann ist es für einen Torwart auch viel leichter. Und Thomas Müller, das ist ganz klar, dass ich mit Thomas ein längeres Gespräch geführt habe und möchte über den Inhalt nichts nicht Großartiges was sagen. Nur ich habe ihn in dieser Woche erlebt, ja, auch so vor dem Tor, wo er eigentlich ja nicht so abschlusssicher war. Und ja, es war wieder so wie vorher. Also das war äußerst positiv und ich weiß, dass das nicht alles funktioniert von jetzt auf gleich. Also dass man zu große Erwartungen haben darf, weil das ist einfach eine Fußballmannschaft, die Dinge muss man immer wieder erarbeiten, immer wieder trainieren, Automatismen herstellen und. Na, das geht nicht von heute auf morgen. Aber wichtig ist, dass die Spieler wieder Vertrauen in ihre eigene Leistung finden. David Verhoff. Ändern Sie auch Abläufe vor den Spielen? Also Sie werden wahrscheinlich ins Hotel gehen, aber ändern Sie irgendwelche Dinge dabei? Ändern Sie auch zum Beispiel das Essen? Sie haben keinen eigenen Ernährungsberater in dem Sinne jetzt mitgebracht, wie Ihre zwei Vorgänger das hatten. Haben Sie sich da etwas überlegt? Ernährungsberater? Das war Alfons Schubeck 2011 bis 2013, ne? Und seine Jungs und Mädels. Und das ist etwas, ich glaube, was total überbewertet wird, obwohl die Ernährung ist ganz wichtig. Nur ist, wenn ich mit Genuss esse, ja, dann kann es auch mal sein, dass es vielleicht nicht ganz so profigerecht ist und nicht ganz so leistungsfördernd. Aber der Kopf muss mitmachen und ich denke, wir leben das ja jetzt hier an der Säbener Straße. Das ist ein Service, das ist ein Essen, ja, das ist traumhaft. Und deswegen ja, mag ich das nicht. Ich mag auch nicht so einen aufgeblähten Staffkader, ne, dass alle noch Psychologe und Ernährungsberater und was weiß ich. Nein. Das braucht man nicht. Und ja, die Abläufe ist ja klar, dass ich das mache, was ich eigentlich in meinem ganzen Leben als Trainer gemacht habe, dass am Spieltag eben die Spieler eine gewisse Zeit geweckt werden. Und heute ist das nicht mehr so. Die haben ja alle, heute ist ja Handy, ist ja, ne, das ist ja up to date, das ist schon längerem, aber ne, die wecken sich selbst und dann um 11 Uhr haben wir, also Frühstück, und um 11 Uhr haben wir Spielersitzung. Das ist doch ganz klar. Und dann machen wir einen kleinen Spaziergang, immer frische Luft ist immer gut, dann werden die Sinne geschärft und dann ist Mittagessen und dann ist ja schon fast wieder Abfahrt. Also Ich halte, oder wie heute Abend machen wir natürlich Gegneranalyse, dass wir den Gegner vorstellen via PowerPoint-Präsentation, Stärken, Schwächen. No, und ich finde, da sollten wir auch mal drüber reden, weil Freiburg ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die ungemein laufstark ist, aggressiv ist, gutes Zweikampfverhalten hat, taktisch gut geschult ist und das ist nicht so eine einfache Aufgabe, weil sie haben auch einen Trainer, das ist ja eine Institution in Freiburg. Wenn man bedenkt, jedes Mal verliert er die besten Spieler und immer wieder schafft er es, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich den größten Respekt vor. Niklas König, zweite Reihe. Guten Tag, Herr Heinkes. Javi Martinez hat keine unwichtige Rolle gespielt in der Trippelsaison. Sie haben jetzt immer wieder Stabilität angesprochen, die richtige Balance. Spielt er da auch eine Rolle, womöglich wieder auf der 6? Wie planen Sie mit ihm? Ja, er hat ja schon in Berlin im defensiven Mittelfeld gespielt. Und er hat natürlich lange nicht in der Position gespielt. Das darf man ja alles nicht unberücksichtigt lassen. Ne? Weil sie können nicht sagen, ja, jetzt der muss jetzt auf die 6 spielen und jetzt wird alles besser. Nein, der muss sich auch wieder daran gewöhnen. Das ist viel laufintensiver als Innenverteidiger. Und auch taktisch muss er sich wieder anders verhalten. Aber Gott, das ist ja kein Geheimnis, dass ich die Abwehr stabilisieren möchte. Und mit solch einem Spieler kann ich das natürlich eher. Thomas Klinger, dritte Reihe. Herr
Heinkes, Sie haben sehr viel über die Spieler jetzt geredet und die einzelnen Stärken, was Sie mit ihnen machen. Haben Sie sich denn schon an ein gesamttaktisches Konzept angemacht, dass Sie gesagt haben, okay, mit den Spielern, so wie ich sie jetzt habe, könnten wir so und so spielen? Ja, es ist ja im Moment in der Bundesliga, ist ja auch viele Mannschaften, die Dreierkette spielen, obwohl die Dreierkette wird ja dann meistens immer nachher zu einer Fünferkette. Und ich denke, das System ja, variiert, aber es ist entscheidend, dass es mit Leben gefüllt wird und dass sie gut vorbereitet sind, dass es gut abgestimmt ist, dass sie es immer wieder trainieren. Und ich bevorzuge natürlich die Viererkette und bevorzuge auch 4-3-3, das ist doch ganz klar. Wie das jetzt im Mittelfeld angeordnet wird, das ist immer eine Interpretationssache der Spieler und deswegen habe ich auch eben gesagt, immer abhängig vom Spielertyp, von den Charakteristiken der Spieler, wie ich das dann zusammenstelle. Julian Wolf, erste Reihe. Seit 2013, seit der Trippelsaison, gab es nie wieder so wenig Verletzte beim FC Bayern wie damals. Und Sie haben auch schon gesagt, dass die Trainingssteuerung bei Ihnen extrem wichtig ist. Sie haben aber auch gesagt, Sie werden keine Rücksicht nehmen auf Mittwoch-Samstag-Rhythmus. Wie kriegen, werden Sie das zusammenkriegen und was bedeutet das für die Rotation? Also Sie haben eben auch nochmal betont, die Spieler, die Sie als Führungsspieler sehen, die müssen jetzt sich auch wieder in der Hierarchie hocharbeiten. Das geht ja eigentlich nur, wenn Sie dann auch wirklich spielen und die Sicherheit haben. Wie kriegen Sie das zusammen, Rotation und diese Situation? Ja, Rotation, Sie müssen jetzt erstmal müssen Sie sich versuchen, eben eine Mannschaft zu finden, die anfängt und die Erfolg hat. Und natürlich, wenn man Mittwoch-Samstag-Rhythmus hat und man hat hochqualifizierte Spieler, weil das sind ja alles Nationalspieler, die auch morgen nicht von Anfang an spielen werden, ja, dann ist es aus meiner Sicht nicht so ein großes Risiko, eben auch zu rotieren. Aber Sie können jetzt nicht mit den Gedanken, oder ich nicht, ich fange jetzt an und mit dem Gedanken, ja, dann müssen wir die Rotation anschmeißen. Nein, das ist, man muss erstmal schauen, dass die Mannschaft gefestigt wird, dass sich konsolidiert, dass wir Erfolg haben. Und dann kann man den nächsten Schritt machen. Aber da war noch mal eine andere Frage eingangs. Das war schon die Frage, also mit Blick auf die englischen Wochen eben. Mhm. Wie viel Rotation ist jetzt überhaupt möglich oder nötig? Das war so meine Kernfrage. Mhm. Ah, das ist. Man muss immer peu à peu muss man gehen. Man kann nicht schon immer alles vorweg greifen. Das muss sich dann ergeben. Aber ich habe Vertrauen zu allen Spielern. Ich habe gestern waren ja auch die Kinsley und Coco waren gestern da und muss sagen, dass ich auch von beiden einen sehr guten Eindruck gewonnen habe. Ne? Und beide spielen ja Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft, die sich qualifiziert haben. Ne? Das muss man mal sehen. Ne? Und die haben natürlich riesiges Potenzial. Und das ist schon auch schon ein Hinweis, dass es sehr gute Spieler sind. Gleich daneben Mune Zitouni. Danke, Sie haben ja bewusst noch nie so eine Entscheidung getroffen, den Verein in der Saison zu übernehmen. Sie hatten Ihre Gründe sicherlich. Wie groß ist die Ehrfurcht vor dieser Aufgabe? Jetzt so nach einigen Tagen, jetzt auch wenn Sie jetzt gearbeitet haben, haben Sie nach wie vor in irgendeiner Form auch Bedenken vielleicht, dass da irgendwo dieses Jahr doch schwieriger sein könnte, als Sie sich vorgestellt haben? Ja, meine Gründe, ich habe es ja schon gesagt, ne, dass ich das nur für den FC Bayern getan hätte und ich auch ja einige Zeit drüber nachgedacht habe, ne, dass ich auch am Anfang überhaupt nicht das machen wollte, weil ich hatte die Bedenken eben auch in privater Hinsicht. Ne, aber dann ist es einfach, ist die Entscheidung so gefallen. Und, wenn Sie jetzt den Zustand der Mannschaft sehen, ist das eine Aufgabe, wo Sie sagen, das kriege ich hin, das packe ich? Ja, also ich bin immer ein sehr optimistischer Mensch gewesen. Ich war als Fußballer, ja, war ich Stürmer und meine Mitspieler, die haben immer gesagt,
wenn der Jupp Heynckes dabei ist, dann sind wir erstmal alle ruhig, dann sind wir ja optimistisch, weil ich bin immer ein optimistischer Mensch gewesen und ich bin mir dessen bewusst, dass das eine sehr schwierige Aufgabe ist, aber ich weiß auch, dass das besser wird, dass der Erfolg sich einstellen wird. Da bin ich felsenfest von überzeugt, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Machen wir noch zwei Fragen, Philipp Nagel und Klaus Bergmann und Torben Hoffmann an. Klaus. Bitte. Herr Heynckes, Sie haben knapp 650 Bundesligaspiele als Trainer gemacht. Da ist das ja Routine. Trotzdem, wie fühlen Sie sich da morgen wieder raus vor 75.000? Ist das jetzt ein besonderes Kribbeln bei Ihnen? Ist das wie vom ersten Spiel? Können Sie mal ein bisschen sagen, sind Sie jetzt noch vielleicht bei Ruhepuls, ich weiß nicht, 60, 70? Haben Sie den morgen auch? Weiß ich nicht, aber wir hatten in London die Champions League gewonnen und dann war ich im Sky-Studio und dann sagte mir dann der Journalist, freuen Sie sich eigentlich nicht, weil ich so realistisch bin und so nüchtern und sachlich. Und nein, ich denke, dass ich habe wahnsinnig viel erlebt als Spieler, als Trainer und ich bin auch ein emotionaler Mensch, kann emotional sein, aber ich bin Realist, ich bin auch, weiß, dass vielleicht morgen eine Situation eintreten wird, wo, wie Sie schon sagen, wo der Puls vielleicht ein bisschen höher gehen kann. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben machen zum Spiel hin mit den Spielern, mein Trainerteam. Und deswegen ist es ja für mich eine, ich will nicht sagen leichtere Aufgabe, aber ich habe ja darauf bestanden, dass ich mit meinem Trainerteam plus Dr. Holger Borch ich arbeiten möchte und das erleichtert meine Arbeit. Und auch die ganze Staff, das ist ein Hand in Hand arbeiten und sind alle froh, dass es jetzt so funktioniert und dass ich da bin und das merke ich ja auch und das alles ist etwas, was ich auch so vorausgesetzt habe, weil ich weiß ja, wie ich gegangen bin, ich weiß, wie die letzten zwei Jahre oder besonders das Trippeljahr war hier an der Säbener Straße und kenne mich, ich wissen, wie ich als Mensch bin, dass ich jeden respektiere und sicher auch ein sachlich nüchterner Mensch bin, der auch vom Kopf her die Dinge steuert. Und das schließt nicht aus, dass ich auch irgendwann mal emotional werde. Vielleicht beim Abschied, wenn wir einen positiven Abschied haben. Aber schön jetzt schon, wenn der Anpfiff klingt so. Bitte? Ist es jetzt schon wieder, wenn der Anpfiff klingt, da sind 75.000 in dem Stadion. Aber da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil ich war 50 Jahre in der Bundesliga und beziehungsweise im Fußball- und Trainergeschäft, auch im Ausland und habe vieles erlebt. Ich habe es ja auch gesagt, mit Real Madrid nach 32 Jahren Champions League-Sieger wird 32. Wenn man bei Bayern München da mal eine Delle hat, dann ist das schon Weltuntergang. Ne? Real Madrid, heute kann man sich nicht vorstellen, dass die nur 32 Jahre warten. Ne? Das ist unmöglich. Ne? Aber dann können Sie sich vorstellen, was da los war. Ne? Da waren 2-3 Millionen Menschen auf den Straßen im Bernabeu, an Cibeles, an Brunnen, 100.000 oder 200.000, im Stadion nachher 100.000. Ja, das sind Momente des Lebens, ne, die man nicht vergisst. Aber ich habe es mir nie mehr angeschaut, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil das ist passado, ist Vergangenheit. Philipp Nagel. Er geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Es ist ja davon auszugehen, dass das Stadion morgen Sie feiern wird, frenetisch. Also ich habe mich ja jetzt auch in der Woche mit vielen, vielen Fans unterhalten. Das ist beachtlich, was die Leute, dass es ausgelöst hat, allein diese Meldung. Erfüllt Sie sowas ein bisschen mit Stolz? Gibt es so einen Begriff in Ihrem Leben, dass sowas wie Stolz sich auch mal einstellen kann, weil 74.000 Menschen morgen einfach froh sind, dass Sie wieder da sind? Ja, Stolz ist ein ganz großes Wort und ich brauche das eben ganz, ganz selten, aber ich denke, ich werde sicher erfreut darüber sein, das ist ja ganz klar und das ist ja auch eine Bestätigung meiner Arbeit, die ich hier gemacht habe und auch sicher auch der Person, ne, weil
Und die Menschen, die verknüpfen natürlich auch damit ganz große Erwartungen, das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist jetzt, wir müssen das mit Erfolgen, müssen wir das bestätigen. Und das, da bin ich mir so im Klaren drüber. Aber ich bin zuversichtlich. Dann noch Torben Hoffmann, bitte, zum Schluss. Ja, vielleicht nochmal sportlich nochmal zum Abschluss zu kommen. Man hat ja von den drei, in Anführungsstrichen, Baustellen gesprochen. Einmal diesen Fitnessbereich, dann den taktischen Bereich und diesen Hierarchiebereich. Nun haben Sie eine Bestandsaufnahme von knapp einer Woche gehabt. Abschließend vielleicht, wo sehen Sie persönlich eben die größte Baustelle von diesen drei Bausteinen, die Sie schließen müssen? Wo vielleicht das größte Problem, wo Sie persönlich ansetzen müssen? Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke, dass jede Mannschaft eine Hierarchie braucht, ne, und Führungsspieler auf dem Spielfeld, außerhalb des Spielfelds braucht. Ne, dass Trainingsabläufe da sein müssen. Zum Beispiel, ich habe jetzt wieder eingeführt, Stabilisationstraining, wenigstens zweimal der Woche, auch wenn wir Mittwoch-Samstag-Rhythmus haben. Ne, das ist ein Training, und wir haben super Fitnesstrainer. Ne, das ist ein Training, parallel zu dem normalen Trainingsabläufen. Ja, das ist so wichtig, das ist Prävention gegen Verletzungen. Ne, alle, weil sie decken ja im normalen Trainingsbetrieb, decken sie nicht alles ab. Ne, zum Beispiel Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, ne, rückwärtige Beinmuskulatur und viele Dinge mehr. Und eben wurde gesagt, wir hätten die wenigsten Verletzten gehabt in den 2 Jahren. Ja, und da wollen wir wieder hin. Nur, und da habe ich auch gesagt, die Trainingssteuerung ist ganz wichtig, aber es ist auch wichtig, Trainingsreize zu setzen. Und das ist die Balance, die ich bewältigen muss mit meinen Mitarbeitern. Das ist ganz klar in meinem Trainerteam. Wir machen das zusammen. Ich höre mir auch andere Meinungen an. Aber diese Woche haben wir auch schon intensiv trainiert. Das muss man schon sagen. Ne? Aber das ist auch notwendig. Das sind Profis, das sind Spitzenleute, und das muss ja sein. Sie müssen ja auch ab und zu mal trainieren, oder? Ne? Und morgen spielen dann. Vielen Dank, Jung Peinkes. Ja. Wir sehen uns alle morgen wieder. Danke für euer Kommen. Nächstes Mal einen Schluck Wasser, ne? Oh. Ja. Oder macht er nur Werbung? Macht er. Und der Trainer, der wird vergessen. Ja, ja, ja. Denkst du an die 100 Euro, ne? Ja, ja. Deswegen die Stimme an deinem Mikrofon. Hat mein Headboard so gut abgeholfen bei der.